So, herzlich willkommen zu Unterwegs in Düsterburg. Lass mich in Ruhe, du komischer Zombie. Niemand will dich hier. Ja. Ich bin wieder in der Kanalisation. Und ich habe auch mal einen kleinen Tipp bekommen, wie ich hier weiterkomme. Ich zeige euch das mal. Und zwar stand hier an der Wand hier, ein kleiner Hinweis. 2, 10, 6, 4, 12, 8. Ja. Und dieser Code, der soll sozusagen die Uhr darstellen. Aber ich mir das merke, das frage ich. Ich möchte nochmal ganz kurz zu den Schaltern gehen. Da wo die ganzen Zombies gespawnt sind letztes Mal. Moment. Hat das Sinn? Ja, doch, das hat Sinn. Das hat Sinn. Okay, jetzt gucke ich mir nochmal den Code an. mal gucken, ob ich mir den jetzt auswendig merken kann. 2, 10, 6, 4, 12, 8. 2, 10, 6, 4, 12, 8. 2, 10, 6, 4, 12, 8. Ich glaube, das war falsch. 2, 10, genau. Dann 6, 4, 12, 8. So rum, genau. Gut, da haben wir das geschafft. Und was passiert denn jetzt hier? Ah, okay. Die Wand hat sich gelöst oder so. So, da werden wir mal schauen, wo uns das Ganze hinführt. Hier geht's ja nicht weiter gut. Das Skelett, das liegt ja auch ein bisschen so rum. Chillt ein bisschen ab. Ja, wie komme ich denn jetzt am leichtesten dahin? Oh mein Gott, wer lacht da so böse und diabolisch und... Oh mein Gott. Oh mein Gott, geh bloß weg von mir. Ich mag dich nicht. Oh mein Gott, geh weg. Danke. War das hier gewesen? Hey, geh weg. Ich hasse dich. Ich weiß nicht. Lol? Wieso? Hä? Ich bin doch jetzt nicht die Treppe hochgegangen, oder? Egal. Dann warten wir, bis dieser... Fuck. Typ weg ist, würde ich sagen. Ja, das war wohl nichts. Attacke und Stoßgebet. So. Wir dürften ja eigentlich hier kein großes Problem haben. Denn wir sind ja eigentlich doch schon recht gut gelevelt, würde ich jetzt mal so drastisch behaupten. Ganz provokativ. So. Verdammt, wieso greife ich mit Dankwart normal an? Keine Ahnung. Macht ja doch nur einen Schaden. Stoßgebet. Na los. Töte ihn. Geht doch. Gut. Und gleich noch ein Level Up für Crandy. Warum auch nicht? So, jetzt muss ich aber erstmal die Stelle finden, wo das hier geändert wurde. Irgendwie hier oben, ne? Hier war das. Hier glaube ich. Ne, hier war ja da unten das komische Zombie-Vieh da. Hier vielleicht? Irgendwo? Keine Ahnung. Das könnte sein. Ja, das könnte sein. Ja, hier oben, ha? Lol. Das Gatter ist verschlossen. Ich sehe keine Möglichkeit, es zu öffnen. Klingt nicht gut. Hier hat sich ein Weg geöffnet. Der Weg hat sich uns offenbart. Schon wieder so ein scheiß Vieh. Geh bloß weg von mir. Ich hasse dich. Ich mag dich nicht. Niemand mag dich. Okay, wir finden einen Vampirspalter. Nun? Cool. Wir können uns auch bewegen. Was ist das hier? Nichts Besonderes. Oder? Na! Oh, okay, knapp. So, dann würde ich sagen, rüsten wir den erstmal aus, falls wir das können. Das können wir sogar. Oh, und der ist schön. Der ist richtig schön. Der gute Vampirspalter. Aber
hier kommen wir wieder mal nicht weiter. Ja, ja, die gute Zelda-Musik. Ja, und nun? Oh mein Gott. Oh komm, wir kämpfen mal gegen. Ups, tretet mir bitte nicht zu nah, Fräulein. Ich bin allergisch gegen faules Fleisch. Kommt dir mal der Krone nach. Lol. Was zur Hölle? Ey, was? Ist es jetzt die Frau, die zu dem Zombie muss? Moment, das könnte sein. Ich glaube, ich muss die Frau zu diesem komischen Zombie da unten bringen. Hat er nicht irgendwie eine weibliche Person gesucht? Ich dächte, mich erinnern zu können. Die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, ist auch schon wieder einige Zeit her, muss ich zugeben. Na los, komm mit! Du Schreckschraube, komm mit! Na los! Komm, geht doch. Boah, ja, ja, stöhnen hilft auch nichts. Ich muss dich jetzt erstmal zu deinem Garten begleiten. Ach, scheiße. Mitkommen. Ja, ja, kannst ruhig lachen. So, jetzt vielleicht? Komm schon. Oh, da habt ihr sie wieder. Habt ihr sie gefunden? Jo, dahin kommt sie angewankt. Oh, ihr Helden, ihr habt meinen freudlosen Dahingesieche ein Ende bereitet. Nun kann ich endlich Hochzeit halten. Ich hoffe, ihr benötigt uns nicht als Trauzeug. Wir haben nämlich noch einiges zu tun. Nein, die Ratten der Kanalisation sind Zeugen genug. Oh mein Gott. Doch erlaubt mir, euch zu entlohnen. Aber gerne doch. Geschenke nehmen wir grundsätzlich gerne an. Nehmt mein altes Schwert. Als ich noch König oberhalb der Kanaldeckel war, hat es mir treue Dienste geleistet. Nice. Was haben wir bekommen? Ein weiteres Schwert bekommen. Und zwar das Bastardschwert. Das schwächer ist als der Vampirspalter. Toll. Aber, nee. Auch der gute Dankwart kann damit nichts anfangen. So, ja, und nun? Was nun? Ja. Ja, cool. Oh mein Gott. Hm. Was sollten wir nun als nächstes tun? Ich weiß es nicht. Muss ich jetzt ehrlich zugeben? Ich habe keinen Plan. Deswegen ist es ja auch ein Blind Run, ne? Yay. Okay, was... Ich weiß nicht, ob wir in der Kanalisation hier weitersuchen sollen oder ob ich wieder mal an die Oberfläche gehen soll. Keine Ahnung. Der Riss in der Wand, der macht mich ein bisschen kirre. Muss ich zugeben. Hm. Hier ist nichts mehr. Und hier geht's wieder raus. Tja. Was sollen wir nun tun? Ich persönlich weiß es nicht. Vielleicht haben wir ja oben hier jemanden. Wir müssen ja Beweise suchen, um unsere gute Libra wieder aus dem Gefängnis zu holen. Gefällt dir die Musik nicht? Etwas verwegener. Ja, genau. Nice. Wir suchen den Mord an Lazzalantin aufzuklären. Wisst ihr etwas darüber? Nur was man sich hier so erzählt, dass er tot ist. Ich habe ihn auch nicht näher gekannt. Ach, lame. Darius, Hauptmann Tarant Al-Run hat mir erzählt, er hätte den Mord an Lazzalantin bei ihm angezeigt. Wie bitte? Nein, da müsst ihr euch irren. Ich habe selbst erst vor einer halben Stunde davon erfahren. Wie bitte? Aber unsere Gefährtin Libras ist aufgrund eurer Aussage hinter Gitter. Entschuldigt bitte. Ich scheint mich nicht verstanden zu haben. Ich habe keine derartige Aussage gemacht. Okay. Das ist ausgesprochen sonderbar. Ja, ich verstehe das nicht. Entweder lügt Darion oder der Hauptmann. Oder jemand, der wie Herr Darion aussah, hat uns angezeigt. Das kann natürlich auch sein. Na los, zeig dich, Schattendoppelgänger. Ja. Wie gesagt, ja, toll. Schön, dann hilft der uns auch nicht weiter. Hey, Rüstung, könntest du mir etwas sagen? Ach, Mann. Fackel, du vielleicht. Fledermaus, na los, komm schon, Fledermaus. Ich weiß, dass du es willst. Ja, schön. Ja, die waren... Nichts. Wir brauchen erstmal nichts. Wir müssen irgendwie den Mord aufklären. Das ist jetzt unser Primärziel. Und ob wir da... Ja, ob wir da was zu hier finden, weiß ich nicht.
Letzte Nacht ist da draußen ein Mann ermordet worden. Habt ihr vielleicht etwas davon mitbekommen? Natürlich! Ihr seid doch die Leute, die deswegen verhaftet worden. Ich habe es genau gesehen. Glaubt uns bitte, wir haben nichts damit zu tun. Sonst hätte uns der Hauptmann wohl kaum wieder freigelassen. Ihr beide vielleicht nicht, aber das Mädchen, das mit euch unterwegs war, ich habe sie gesehen letzte Nacht. Wie sie den armen Lazzalantin umgebracht hat. Sie ist eine Dämonenbuhle, so viel ist sicher. Was? Ihr habt sie auch gesehen? Klar und deutlich, ich vernahm ein Geräusch und blickte aus dem Fenster. Und da konnte ich sie sehen. Was genau konntet ihr sehen? Sie schleifte den jungen Lazzalantin über die Straße. Alles voller Blut. Bei den Göttern. Und ihre Hände. Was war mit ihren Händen? Aus ihren Fingern wuchsen lange, sichelförmige Klauen. Sicher eine Elle lang. Von denen tropfte auch Blut. Und dann drehte sie sich dem Fenster um, das ich beobachtete, und grinste mich voller Bosheit an. Ich habe schnell die Vorhänge zugezogen und die Vordertür abgeschlossen. Warum habt ihr nicht sofort die Wache verständigt? Habt ihr denn nicht zugehört? Das Dämonenweib hatte mich doch entdeckt. Ich fürchtete, dass sie mir draußen auflauen würde. Ach so, natürlich. Vielen Dank für eure Hilfe. Okay, interessante Neuigkeiten. Die Sache mit den Krallen. Das passt zu den Wunden, die den jungen Lazzalantin beigebracht wurden. Fangt ihr jetzt auch damit an, Dankwart? Ihr glaubt doch nicht auch, dass Libra... Nein, junger Freund. Ich glaube nicht, dass Fräulein Libra für die Tat verantwortlich ist. Aber ich kann es auch nicht mit Sicherheit ausschließen. Nein, nicht Libra. Das wüsste ich. Wenn sie eine Art Dämon wäre. Meine Erinnerung, Dankwart. Ich weiß, was ihr meint. Ihr sagt, ihr wart früher ein Paar. Aber bedenkt bitte zwei Dinge, Quendi. Könnt ihr euch an irgendetwas erinnern, was beweisen würde, dass eure Libra nicht früher schon eine Kreatur der Finsternis war? Oder zweitens, wenn Libra wirklich nicht die ist, die sie zu sein scheint, wäre es nicht auch möglich, dass sie eure Erinnerung manipuliert hat? Dass alles, woran ihr euch zu erinnern glaubt, nur eine Vision ist, die Libra euch eingeimpft hat? Dankwart, das könnt ihr doch nicht allen Ernstes glauben. Wie gesagt, ich glaube es nicht, aber wir müssen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ja, Dankwart, ich verstehe, was ihr meint, aber wenn ich mir vorstelle, dass alles, woran ich mich erinnern kann, eine Lüge ist... Beruhigt euch, Freunde von Grandy. Solange ihr keine Gewissheit habt, solltet ihr euch nicht mit solchen Gedanken plagen. So, okay, das ist natürlich krass. Auch Dankwart, hegt nun langsam Zweifel daran, dass Libra unschuldig ist. Wie sieht's eigentlich mit euch aus? Wen verdächtigt ihr? Ist Libra schuldig? Wir werden es erfahren. Bertha, könnt ihr uns irgendwie weiterhelfen? Ein Mann ist letzte Nacht ermordet worden und man versucht uns die Tat anzuhängen. Lol. Das ist ja eine fürchterliche Sache. Was kann ich tun, um euch zu helfen? Habt ihr vielleicht letzte Nacht irgendetwas gesehen oder gehört, was uns helfen könnte? Nein, leider nicht. Mein Mann und ich haben tief und fest geschlafen. Rüdiger! Was ich dir noch sagen wollte... Ihr habt doch sicher von dem Mord gehört, den man uns anhängen will. Könnt ihr dazu etwas sagen? Ich glaube fest an eure Unschuld, Herr Dankwart. Aber leider haben meine Frau und ich zur fraglichen Zeit geschlafen. Das ist natürlich schade. Und hier oben die? Guten Tag, guter Mann. Wir sind auf der Suche nach eurem Sohn Roncarlo. Wisst ihr, wo er steckt? Ach genau, Roncarlo ist ja auch dem Mörder hinterhergelaufen. Der ist ja auch lange nicht mehr gesehen worden. Es tut mir leid, aber er hat sich seit gestern nicht mehr hier blicken lassen. Ist euch letzte Nacht vielleicht irgendetwas aufgefallen? Ein Mann wurde ermordet. Ja, ich weiß, der junge Lazzalantin. Aber ich muss euch enttäuschen, junger Herr. Wisst ihr, ich höre so schlecht. Lol. Und du? Hey Junge, wir suchen deinen Bruder Roncarlo Di Paroli. Hast du ihn vielleicht in der letzten Zeit gesehen? Nein. Wie aussagekräftig. Danke dafür. Hey Katze, hast du irgendwas gesehen? Sie will sich noch nicht überrühren lassen. Na gut, wir wollen sie nicht zwingen. Ja, wo könnten wir noch nach Anhaltspunkten suchen? Eine erneute Katze, aber auch sie will mit der Sprache nicht herausrücken. Ist sie vielleicht tatverdächtig? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Im nächsten Part auf jeden Fall suchen wir weise nach Anhaltspunkten. Und versuchen irgendwie Libra... wieder zu befreien. Also, bleibt dran, es wird spannend. Wir spielen Detektiv Conan und ihr seid live dabei.